Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Fallout New Vegas. Okay, wir haben eine neue Quest. Die Ghule oben in der alten Robco-Fabrik wollen unbedingt ins All fliegen. Ich habe ihnen gesagt, Leute, das ist keine gute Idee. Ihr werdet sterben. Die haben gesagt, nö, nö. Die Visionen sagen, alles wird gut. Und ich kann dann nur sagen, ich will gehen mal zu Nobark. Wir haben nämlich seine ganzen Quests gelöst. Vielleicht freut er sich. Sie sind hier. Die dürfen... Sie haben die doch auch schon mal gesehen, stimmt's? Das sehe ich Ihnen an der Nasenspitze an. Ich weiß, ich war nicht der Einzige. Ich mag Nobark. Der ist zwar nämlich ein bisschen crazy, aber der hat Ahnung. Ciao. Falls jemand fragt, wir haben nie miteinander gesprochen. Na gut. Ich werde das auch nicht aufnehmen und auf YouTube veröffentlichen. Ciao. Ich dachte, ich kann mit ihm reden. Ich dachte, ich kann ihm sagen, ich habe diese unsichtbaren Alien-Dämonen-Dinger tatsächlich gefunden und getötet. Und alles ist gut. Alle sind jetzt glücklich. Aber leider nicht. Was ist denn das hier? Ein kleiner Schrottplatz? Kleiner Schrottplatz. Da ist jemand. Irgendjemand ist da auf kleiner Schrottplatz. Wahrscheinlich Gibson. Hallo, du bist doch gar nicht Gibson, oder? Bist du Gibson? Fiel. Hallo. Du bist der schlechteste Wachhund ever. Ich komme hier einfach auf den Schrottplatz und der Hund guckt mich an. Der ist so ein bisschen wie unser alter Red River von meiner Family so. Der ist auch so. Ich habe mir da immer gedacht, wenn nachts Einbrecher kommen, dann wird die sich total freuen. So, ich mag nicht mehr. Das war's jetzt mit Fallout New Vegas. Wir machen jetzt hier die Klappe zu und dann ist Schluss. Nein, ich kann die Klappe nicht zumachen. Na gut, dann spielen wir noch eine Runde weiter. Wenn das so ist. Ich dachte, wir könnten uns jetzt hier in diesem Mülleimer zur Ruhe setzen. Aber nein, das Spiel sagt nein. Niemand setzt sich hier zur Ruhe. Ich habe mir gerade gedacht, wohnt hier jemand, schläft hier jemand auf den Schrottplatz. Aber vielleicht ist das die Hundehütte. Das könnte sein, oder? Das ist eigentlich eine nette Hundehütte. Nette Hätte-Hütte. Ja, ihr habt hier einen langweiligen Schrottplatz, aber ist cool. Ich schätze, hier lässt sich leben. Ne? Da, 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 da. Ich geh mal rein. Gibsons Garage. Gibson? Bist du Gibson? Nein, das ist der Rainer. Hallo Rainer. Wo ist denn Gibson? Ich würde gerne mit jemandem über seine Garage reden. Repariert hier ein Motorrad und fährt er dann quasi mit seinem Chopper durch die Welt. Hier hat er schon einen Benzintank, ich verstehe. Hundi, Ray, hallo. Neuen Star Wars Film. Gibson. Hallo, ich bin die alte Lady Gibson. Hallo. So nennt man mich zumindest. Ich habe diverse Dinge zu verkaufen und kann auch ganz gut reparieren. Vielleicht haben Sie das riesige Gebäude im Norden bemerkt. Das ist Helios One. Die RNK hat dort das Sagen, also ist es Sperrgebiet für Prospektoren. Habt ihr das gerade gehört? Habt ihr das gerade gesehen, oben links im Eck? Als sie gesagt hat, hi, ich bin Lady Gibson, ist oben angezeigt worden, dass Edie alte Enklavedaten gespeichert hat, die durch Schlüsselwörter ausgelöst worden werden. Und vielleicht ist Gibson eins dieser Schlüsselwörter. Ah, haben Sie ein Schubkontrollmodul von Repcon auf Lager? Zufällig habe ich einige Schubkontrollmodule. Nein. Aber sie sind teuer. Ach. 500 Kronkorken, um genau zu sein. Holy moly. Bitteschön. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Na, für mich nicht so. Typ E, Diagnose beendet. Beginn der Aufzeichnung. Ich bin Whitley, Forscher auf der Adams Air Force Base. Bis vor kurzem war ich Leiter des Duraframe-Verstärkungsprojekts für Kampfversion Augenbots. Weiter? Der Augenbot iBot Duraframe Typ E ist sowohl Prototyp als auch letztes funktionsfähiges Modell dieser Testreihe. Er wurde für zahlreiche wichtige Upgrades vorbereitet. Da das Projekt gestrichen wurde und alle Duraframe-Mittel in die Höllenfeuerrüstung fließen, schicke ich dieses Modell zum Navarro-Außenposten zurück. Weiter? Falls Sie dieses Log in einem unserer Enklave-Außenposten in Chicago abhören, dann reparieren Sie diese Einheit, damit sie weiter nach Navarro kann. Okay. Edie hat geheime Enklave-Daten. Cool. Ey, nicht hinlegen, Gibson. Ich will noch ein bisschen mit Ihnen reden, gnädige Frau.
Sie sind also wieder zurück? Nein, ich bin immer noch da. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Also, ich kann dir sagen, zeig mir dein Angebot. Ist mir ein Vergnügen. Na schau, ich hätte ganz gerne einen beschädigten Gartenzwerg, bitte. Ein beschädigter Gartenzwerg. Den kann man immer brauchen. Tut nicht so, als hättet ihr nicht auch ganz viel beschädigte Gartenzwerge in eurem Keller. Für den Fall, dass ihr der einzige Überlebende seid. Und dann stellt ihr die überall auf und könnt so tun, als ob die echte Personen wären. Ist doch selbstverständlich. Ich akzeptiere unseren Deal. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie so... Natürlich. Ich will was reparieren lassen. Kannst du mir bitte reparieren? Mensch, 700 kostet es, die Knarre zu reparieren. Das ist aber teuer. Dafür wird sie dann echt mehr Schaden machen, die alte Knarre. Aber das ist echt teuer. Was weißt du über Helios One? Soweit ich gehört habe, hatte die stählerne Bruderschaft dort das Sagen, bevor die RNK übernahm. Ich weiß aber nicht, wer das Schießen angefangen hat. Aber als alles vorbei war, war die Bruderschaft mit ihren hübschen Waffen und Rüstungen auf der Flucht. Seitdem hat man nichts mehr von ihr gehört. Warum nennt man sie die dramatische Pause? Dramaturgische Pause? Seht ihr, das sind ein bisschen zu viele Leerzeichen unten im Dialog. Also warum nennt man sie die alte Lady Gibson? Ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Früher nannte man mich nur Gibson. Den Rest können Sie sich wohl selbst denken. Mhm. Aber das ist mir eigentlich egal. So lange zu leben ist heutzutage wirklich eine Leistung. Mal sehen, ob ich noch friedlich in meinem Bett sterben kann. Das heißt also, du wurdest dann zu einer Lady und alt auch noch. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Die alte Lady Gibson mit ihren Hunden. Ich mag die alte Lady Gibson. Ich hoffe, die kriegt ihren Chopper nochmal zum Laufen und kann dann nochmal eine Runde durch die Mojave-Wüste drehen mit ihrem alten Fluggerät, das auf der Straße fährt. Ein nicht fliegendes Fluggerät. Das meine ich natürlich. So, da ist was. Da werden mir Personen angezeigt. Da geht wirklich jemand. Wer seid ihr? Ah, reisender Händler. Okay. Idi, deine Sensoren funktionieren so gut, Alter. Du bist bescheuert, ey. Dann gehen wir mal zurück zum Rap-Contest-Gelände. Und geben denen die Teile, die sie brauchen. Habt ihr gesehen? Das Poster hinten an der Wand hat sich... seltsam. Habt ihr das gesehen? Oder werde ich jetzt verrückt? Warte mal, wo zeigt denn die Markierung hin? Markierung? Ach, die führen mich wieder durch das radioaktive Höllenloch da unten. Na, meinetwegen. So ein bisschen Radioaktivität am Morgen hat noch keinen geschafft. Ah, ich verstehe. Okay. Das wäre natürlich der leichtere Weg gewesen. Ohne radioaktive Sümpfe und so. So. Und nun da lang. Katze, nicht auf die Tastatur treten. So, hallo. Haben Sie die Komponenten gefunden, über die wir geredet haben? Ich habe absolut alles, über was wir jemals geredet haben. In der Tat. Das haben Sie. Und Sie scheinen in exzellentem Zustand zu sein. Wer, ich jetzt? Danke. Das ist aber sehr nett. Sie sind aber auch in sehr gutem Zustand. Gerade für einen Ghoul. Nicht wahr? Die Raketen sind jetzt also startbereit, ne? Ja, ich sage Jason, dass die lange Reise beginnen kann. Crazy shit, einfach so jetzt. Ich will auch mitkommen. Wir haben alles, was wir zum Start der Raketen benötigen, Jason. Die lange Reise kann beginnen. Der redet zu leise. Ah. Möge der Schöpfer mich leiten und mir helfen, die Wahrheit zu sprechen. Der allmächtige Schöpfer hat unsere Gebete erhört. Die Zeit ist für uns gekommen, die Raketen zu betreten und die lange Reise zu beginnen. Obwohl es so aussehen mag, dass alle Menschen uns verachten, hat der Schöpfer es für richtig befunden, uns etwas anderes zu lehren. Die Reise vor uns wird erst durch das Eingreifen zweier menschlicher Freunde möglich. Der eine neu, der andere schon lang ein treuer Gefährte. Unserem neuen Freund sagen wir Dank
und versprechen nie zu vergessen, wie er die Dämonen beseitigte, die unsere Reise vereiteln wollten. Chris hingegen schulden wir mehr als nur Dank. Chris, du hast die lange Reise Wirklichkeit werden lassen. Von nun an bist du für uns der Heilige der langen Reise. Niemals sollst du vergessen werden. Ich bitte dich, Chris, vergib uns. Gib uns deinen Segen und du sollst unseren erhalten. Suchende, betretet die Raketen und nehmt eure Plätze ein. Die lange Reise erwartet uns. Auf in das gelobte Land, in die weite Ferne. Hey! Hallo, guten Morgen. Das ist so gemein. Haben Sie ihn gehört? Ja. Mein Gott, Sie hatten die ganze Zeit recht. Ich bin kein Ghoul. Die haben mich nur benutzt. Ich weiß, Chris. Das tut mir echt leid. Wenn sie könnten, würden die sie mitnehmen, Chris. Aber das würde den Tod bedeuten. Und sterben wäre schlimmer als das hier. Benutzt und weggeworfen zu werden wie Müll. Aber sie sind jetzt ein Heiliger, Chris. Der heilige Chris Haversham. Das ist doch auch was, oder? Oh, ich habe also die Menschheit erlöst. Bullshit. Die Menschheit kann mich nicht ausstehen. Ich mag sie. Das ist nicht wahr, Chris. Sie sind voll in Ordnung. Sie wollen also, dass ich sie auf ihren Abenteuern durch das Ödland begleite, ja? Klar. Die Straße runter hier ist eine kleine Stadt, die sich Novak nennt. Wieder unter Menschenleben schlagen sie das vor. Das ist wohl die einzige Chance, die ich habe. Vielleicht wird es diesmal anders. Ich war bisher nie ein Heiliger. Unglaublich, dass ich das mache, aber ich versuche es mal. Starten Sie mal die Raketen. Ich mache mich auf nach Norweg. Cool. Wir besuchen dich nachher. Wir kommen gleich vorbei. Ist der echt ein Begleiter? Kann ich den auch mitnehmen als Begleiter? Dann müsste einer von euch vielleicht kurz mal irgendwie... Nur mal schauen. Also, ich soll hier die Raketen starten. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Soll ich hier mal auf den Knopf drücken? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was soll ich denn jetzt hier machen? Mein Missionsziel ist da irgendwo. Steht da auch wirklich, ich soll die Raketen starten? Auf der Aussichtsplattform. Ja, na gut, dann gehen wir dahin. Starten wir Raketen und schicken ganz viel Ghule in ihren höchstwahrscheinlichen Tod. Aber vielleicht hat der wirklich Visionen. Wer weiß? Hey, ich meine, hey. Oder, hey, wir spielen hier immer noch Fallout. Hier ist alles möglich. Hunger hat zugenommen. Nein, wir sind hungrig und durstig. Wahrscheinlich sogar ein bisschen verstrahlt. Ich glaube, ich trinke mal aufbereitetes Wasser, esse ein Brahmin-Steak und trinke noch ein aufbereitetes Wasser. Und dann dürfte alles wieder gut sein. Ja. Frisch wie aus einer frischen Kartoffel gepellt. Hä? Start Aussichtsplattform Rampe Code eingeben. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Aber das sieht richtig aus, oder? Das sieht schon mehr oder weniger einigermaßen richtig aus. Glaube ich. Hallo? Ich frage mich, warum der einen Namen hatte, dieser Nightkin, dieses Nachtvolk. Warum der mit mir geredet hat. Hätte ich irgendwas machen können? Hätte ich mit dem reden können? Hätte ich keinen von denen getötet? Hätte mich reingeschlichen? Naja, ich weiß nicht. Wie hätte das gehen sollen? Wie hätte das gehen sollen? Das soll mir mal einer erklären. Ah, ich muss hier über uns anscheinend. Hier ist ein Safe. Haben wir den schon geplündert? Verzeihung. Ich muss mich für meinen Hals entschuldigen. Nein, wir haben hier noch nicht geplündert. Was sind das für Zustände hier? Das kann ja wohl mal gar nicht sein. Hier sind Magnum-Patronen, Kronkorken, Stealth-Boys und Geld. Schauen wir mal hier auf dem Arata-Ministratarata, der Lagerraum-Terminal. Hey Steve,
Der gewünschte Umbau des alten Generatorraums zum Lagerraum ist abgeschlossen. Falls Sie an den Safe müssen, das Kennwort ist Repcon mit einer 3 und einer 0. Vielen Dank, Bill. Ruhestand. Nun, ich kann es kaum glauben. Ach ja, der Ruhestand. Jetzt haben wir ein Passwort für einen Lagerraum, für einen umgebauten. Waren wir da schon? Habe ich was übersehen? Oder haben wir den gehackt? Oder ich kann mich nicht mehr an irgendeinen umgebauten Lagerraum erinnern. Leider, aber hier waren wir anscheinend noch gar nicht. Oh, kaputt. Boden, kaputt. Auf einen Schlag, so bam, kaputt. Gemeinschaftsküche, Privileg, kein Luxus, bla bla bla, was? Oder so ähnlich. Tafel, Schreibtisch leer, Schubladen, keine Ahnung, gehen wir wieder buhen, oder? War sowieso ein langweiliger Raum. Warum sollte man den aufknacken? Waren wir da unten schon? Ja, bestimmt. Moment, von da sind wir gekommen. Dann gehe ich mal da lang. Oh, nein, hier gibt es kein Durchkommen. Hier gibt es kein Durchkommen und vielleicht auch kein Entkommen. Ich springe jetzt mal da runter. Keine Ahnung. Waren wir hier? Ich glaube schon. Kommt mir bekannt vor. Auf der anderen Seite sehen alle Bürogebäude irgendwie gleich aus, oder? Aha, das sieht gut aus. Ich weiß nicht, wie du da hochgekommen bist, aber ich glaube, da müssen wir lang gehen. Da gehen wir jetzt mal hoch. Die Aussichtsplattform. Ah, das ist die richtige Tür. Gut, immerhin. Immerhin schon mal die richtige Tür gefunden. Okay, da lang. Lampe. Bumm. Ich dachte schon, das ist eine Biene. Was haben wir denn hier? Die Startplattform. Interessant, aber ohne Witz, Leute, waren wir hier schon mal? Dass hier einfach so eine Startplattformtür ist, bei der ich noch nie war. Hier kann man sogar Sachen klauen. Das gehört hier jemandem. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ah, doch natürlich, wir sind jetzt hier oben, wo die Ghule wohnen. Das jetzt verstehe ich. Startplattform. Oh, schön. Okay. Machen wir das, oder? Befürchte ich. Naja, gut, los geht's. Oh oh, der Walkürenritt läuft. Das gibt wieder eine Urheberrechtsverletzung. Wow! Das war ziemlich cool. Habt ihr das gesehen? Die eine Rakete hat uns fast gerammt. Beliebt. Man hat genug von ihren Taten gehört, um sie allgemein zu mögen. Ach so, in Novak mag man uns aber nur. Na gut, wir haben jetzt Ghule ins All geschossen. Grüßt mir die Sonne, abgeschlossen. So, cool. Schätze ich mal. Aufgabe. Mein lieber Edie. Edie scheint einige in klar. Ach, das ist seine. Das will ich machen. Wo ist denn? Zeig mir die Weltkarte. Wo sind wir? Wo müssen wir hin? Nein, er hat keine Markierung. Ich verstehe. Edie ist Edie. Edie hat keine Markierung. Da muss ich einfach zufällig Wörter auslesen. Das heißt, Edie müssen wir ab jetzt immer dabei haben. Die Großkarne im Boulder City abfangen. Was war das gleich nochmal für eine Quest? Beim Betreiben der Mojave Express im Prime Information, bla 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 bla. Männer finden, die verursacht haben, sie zu töten. Ach, das ist die Hauptquest. Ja, stimmt, die gibt's ja auch noch, stimmt. Gräuelkarten. Über die Gräuelkarten der Legion berichten. Das könnten wir jetzt wirklich mal machen, oder? Ist überfällig. Ich glaube, da ist der erste DLC, den wir machen sollen. Da muss ich mal nochmal machen, weil da hätte ich Bock drauf. Oh, aber Helios One ist doch die NKR. Auch. Mit der sollten wir auch nochmal reden. Jetzt gehen wir mal zurück zum Mojave Outpost. Ach so, schnelles Vorankommen ist von hier aus nicht möglich. Wir sind offiziell also nicht außen. Ich verstehe. Da müssen wir erst nochmal zurück durch den Bunker. Also durch das hier. Durch den Ort. Durch die Location, das wollte ich sagen.
Lokokation. Die totale Lokokation ist das hier. Geloko. So. Tür. Kennen wir schon. Aschehaufen. Wunderschöner Aschehaufen. Bester Aschehaufen. Bin ich hier richtig? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich glaube, ich mache es immer schlimmer. Je tiefer wir runtergehen, desto schlimmer wird's. Aber mein Quest-Wubbel zeigt in die Richtung. Mein Quest-Wubbel muss es wissen. Quest-Wubbel, lass mich nicht im Stich. Ich glaube aber, der meint oben, oder? Ich glaube, mein Quest-Wubbel will mich eigentlich zu der Tür führen, von der wir gekommen sind, ja. Ach, Boon. Warum sagst du mir denn nicht, dass wir hier in eine Sackgasse im Kreis laufen? Ich dachte, du bist nützlich. Und Idi auch. Idi hat super erweiterte Sensoren. Idi wüsste genau, wo wir sind. Das Blöde ist, dass Idi halt einfach nur so eine fliegende Kugel ist. Der weiß halt nicht, was wir überhaupt vorhaben. Der weiß nur, dass er auf alles schießt, was mir gegenüber feindlich ist. Das weiß er. Und das ist auch was wert. Und ich kann Sachen in seinen Bauch packen. Aus irgendeinem Grund. Viel mehr Sachen, als er überhaupt Volumen hat. Das ist auch so ein Tadesbot. It's bigger in the inside. No, it's actually smaller on the inside. Outside. Husten! Ich habe gerade eine Tür gefunden. Eine leicht verschlossene Tür. Hier waren wir noch nicht. Moment mal. Ist doch irgendwie der Haupteingang hier, oder? Bist du der Haupteingang? Hier waren wir doch schon. Ich kann mich erinnern. Na, umso besser gehen wir. Hurra! Geschafft. Jetzt können wir endlich schnell reisen. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich und sage Tüdelü, Baba, für gut. Ciao.